Hallöchen, Leute, wir heißen euch willkommen zurück zu einem wundervollen neuen Dragon Ball Set Xeno. Es ist nicht Dragon Ball Set, es ist Xenoverse. Richtig. Part. Und wir spielen ganz weiter. Hi. Wie geht's dir, Wollo? Gut, doch. Sehr, sehr, sehr gut. Und freut selbst? Mich. Ich bin tatsächlich gar nicht so müde, wie ich eigentlich gedacht hätte. Klingst aber so. Was? Nein, ich bin nicht müde. Ich klinge wie die Wachheit. Oh mein Gott. Rote Augen. Alter, der Piccolo. Der ist auf 180. Ja. Haben nicht mal die kleine Chance gegen. Oh, ich erinnere mich wieder, was wir zuletzt gemacht haben. Wohl, erinnerst du dich wieder? Nein, tatsächlich nicht. Wir haben, es war ein Weltkampf, es war so ein Missionsteil, unter anderem gegen die beiden. Das war grausam. Alter, wir sind schon bei Super Buu. Nennt er sich so? Ja, der heißt Super Buu. Super Buu. Und der kann so eine Kugel. Ich kann einfach so aus dem Stand die Erde zerstören, theoretisch. Das können alle, weil sie machen es nicht. Oh, shit! Ah, yeah. Das ist also, das war der veränderte Zeitlauf. Gut, okay, den wollen wir nicht. Find ich nicht gut. Ich glaube, er hat's durchgezogen, Wollo. Eiskalt, der Typ. Wollte er die Erde nicht übernehmen? Nee, gibt doch bestimmt noch andere Planeten, sowas. Ich würde ja den Planeten von Meister Kaio übernehmen. Klar. Der ist auch nicht so groß und ich glaube, der ist auch vom Klima her sehr stabil. Er muss doch nicht so viel machen mit dem Planeten. Ne? Exakt, du hast den kleinen Affen, der alles macht. Das klingt gut. So, was will der jetzt eigentlich mit Piccolo? Ich meine, das Piccolo. Das ist die Buu-Saga, so viel wird er nicht mehr reißen. Ich wollte es gerade sagen, Piccolo unter Hypnose. Was? Ja, okay, das soll ja wohl kein Akt sein. Piccolo unter Hypnose, da steht's. Besiege Piccolo, besiege Demigra. Okay, Demigra. So heißt der Typ also. Okay. Weil ich jetzt noch wüsste. Okay, ich weiß noch komplett, wie das Spiel geht, das ist das Gute. Ich muss nicht erst wieder reinkommen oder so. Nee. Ich bin. Ja, wobei, der Piccolo, der leistet nicht viel Widerstand. Er kämpft, wie man sich einen Piccolo in der Buu-Saga vorstellt. Naja, so. Wenn du das so sagst. Wie immer helfen dir wahrscheinlich die CPUs und mir nicht. Wie sollen die helfen? Das sind zwei Kinder, Wollo, also bitte. Ja, also ich krieg nur auf die Fresse gerade und ich krieg auch gerade gar nichts, wenn ich ehrlich bin. Also so, Piccolo, der stellt sich gerade echt schwach an. Und darf ich dich daran mal erinnern, falls du dich an den letzten Part doch erinnerst, du wahrscheinlich nicht mehr. Aber ich erinnere mich noch daran, Alter. Nein, der macht seine Höllenspirale. Lauf, Mopperator. Hat er sie jetzt Wie gemacht? Kannst du dich daran noch erinnern? Das liegt daran, dass ich ungefähr eine halbe Stunde lang gegen dieselben 5 Millionen Margin Boost gekämpft habe. Ach, jetzt erinnere ich mich. Es waren echt viele. Du hast gefirst, Freund. Ja, und natürlich. Alter, ich hab oft verloren. Ja, passieren. Das war die letzte Mission, also beschwer dich hier mal nicht. Ja, mag sein. Das mag tatsächlich sein. Den Kampf gegen Freezer, da habe ich auch mal länger gebraucht in einer Mission. Aber dafür hast du dann in der Mission, die davor war, viel länger gebraucht. Hast dann 15 Level gelevelt. Ja, musst du da in dem Moment halt sein, ne? Mhm. Muss das muss. Na, wow, da ist Piccolos. Der hat gar keinen Schaden gemacht, Piccolo. Also ich versuche halt gerade den Dämonengott zu besiegen. Ich weiß gar nicht, wo der sich rumtreibt bei mir. Alter Piccolo, hör auf, deinen Superangriff zu machen. Amok, weißt du schon das Neueste? Wahrscheinlich weißt du es auch. Denn gute Neuigkeiten, die sprechen sich herum, ne? Munkelt man. Und zwar ist es so, eine neue Dragon Ball Serie kommt. Ich hab das mal irgendwo gelesen, aber ich weiß gar nichts darüber. Dragon Ball Super. Kommt. Ich bin übrigens gestorben. Mach's jetzt nochmal. Dragon Ball Super kommt im Sommer. Ja, ich wollte mich auch gerade heilen. Ich wollte es halt im letzten Moment machen. Naja, war dumm. Dragon Ball Super, das klingt, jetzt nicht so... Doch. Ich meine, Dragon Ball Super, das klingt echt super, aber... Dragon Ball Super, wirklich? Es spielt 5 Jahre nach der Majin Buu-Saga. Alte Charaktere kommen wieder vor, neue Charaktere kommen dazu.
Ja, und ab Sommer geht das los, ne? Weißt du, was das Gute daran ist? Man könnte ja eigentlich denken, ah, ich werde es bestimmt verkacken. Sie können es natürlich verkacken. Toriyama ist dabei. Ja, ich weiß, weil die Sache ist, die Filme, die waren ja eigentlich auch noch okay. Ist ja nicht so, dass man denkt, das ist alles eh nur noch scheiße. Aber nein, ist ja gar nicht. Alter, geh weg von so einem Grunden, du Arschloch. Du Kackkopf. Es kam jetzt auch wohl gerade ein Film raus. Ja, die Filme kommen an laufendem Band raus. Wo Freezer zurückkommt. Super stark ist. Nicht Freezer. Oh, Freezer kommt super stark zurück? Wie geil ist das denn? Keine Ahnung, Alter. Der kam schon mal super schwach zurück. Ja, aber diesmal ist er super stark. Ich hab's übrigens geschafft. Und Mock, warum? Hättest du dich einfach verkacken können? Nein, der jetzt hat fast so einen Guten kaputt geprügelt. Oh, jetzt habe ich wieder so einen langen Part. Kann ich nichts dafür. Finisher! Fatality! Oh, geschafft, okay. Dann eben so. Alter, okay, machen wir weiter? Ja, klar. Gut. Weiter! Nice. Und es lädt. Oh, er ist wieder... Mir geht's wieder gut. Gott sei Dank. Naja, was würden wir ohne Piccolo machen? Wusstest du, dass in den Dragon Ball... Weil, wir müssen ihn nicht mal besiegen, wir müssen ihn nicht mal besiegen. Das ist Super Buu heißt der. Nur auf ein bestimmtes Maß. Ja, oh, der bestimmt 20 Mal. Weil er sich wieder die ganze Zeit voll hält. Wieder einen Kampf gegen Freezer, falls du dich noch erinnerst. Kampf gegen Freezer mit Vollheilen. Ja, der muss sich die, so. Wo man 5 Mal gegen ihn kämpft. Hat zuerst in der ersten Form und dann aus irgendeinem Grunde in der letzten, weil sie für die anderen zu voll waren. Das war aber leicht. Von daher... Nee, ich hatte da riesige Probleme. Weil ich immer zu voll war, die Heilung... Ups. Okay. Es ging schnell. Also Flashback kleiner. Oh mein Gott! Boah, jetzt geht's hier richtig ab. Ey. Alter. Weißt du, von was ich gerne Fusion sehen würde? Von was? So ein Moppo. Moppo? Nein, der Mollo. Das klingt ziemlich fett, Mollo. Nee, kein Mollo. Mollo existiert nicht. Ich glaube, es wäre eine gute Fusion. Welche guten Eigenschaften von dir könnte man denn übernehmen? Ah, weiß ich nicht. Neben den offensichtlichen wie dem Piercing. Halt die Fresse. Was ist denn los mit dir? Keine Ahnung, die haben gerade fusioniert. Was soll ich dazu sagen? Meine Superkraft ist besonders gut, Super Mario 64 zu spielen. Das ist eine gute Superkraft. Eigentlich schon, Superkraft, ne? Superkraft. Ja. Ich weiß nicht, was ich für eine Superkraft haben könnte, Bruder. Super lustig! Fühlst mich doch immer so zum Schmunzeln. Das klingt mehr nach so einer Ricky-Superkraft. Nee, der ist nicht witzig. Die man hat, um Crazy Let's Play zu sein. Finisher. Geschafft, wirklich? Was, schon? Ja. Rang A. Was war das für eine Bullshit-Mission? In der einen Mission muss man 35 Majin Buu bekämpfen. Und hier einen Super Buu, der genauso stark ist wie die Majin Buus. Hast du es auch geschafft? Eher schwächer. Stimmt, der hat weniger Schaden gemacht. Ja, ich bin Schaden durch. Gemacht. Das hat 6000 Erfahrungspunkte gegeben. Ja, und 9000 Zerni. Alter. Kann das Spiel nicht immer? Warum ist das Spiel auf einmal so leicht? Haben die das gepatcht? Weiß ich nicht. Weiter. Super einfach. Überlebe Majin Buus Salve. Reduziere Majin Buus. Alter, du machst immer viel zu früh weiter. Überlebe Majin Buus Salve. Okay. Einfach gedrückt, ne? Reduziere Majin Buu's Gesundheit. Jetzt steht da Majin Buu, das ist immer noch Super Buu. Majin Buu ist der Fettsack. Super Buu steht auch an ihm dran. Ja, aber in der Missionsbeschreibung stand da Majin Buu. Ihr Übersetzer, Skandal. Bekommt euren Scheiß zusammen. Alles Idioten. Boah, ich freue mich ja schon auf, wie heißt der? Vegetto. Das wird cool. Vegetto? So? Ja, der hieß so. Ach so, Goku und Vegeta, ja. Mit den Potara-Ohrringen. Mega ich fand ja Vegeta ehrlich gesagt cooler. Der ist mächtiger. Hieß es nicht auch mal, wenn die das anlegen, können die nie wieder zurück? Ja, aber... Aber die konnten doch zurück. Super Buu hat tatsächlich so seltsame Alien-Dämonen-Chemikalien in sich, die dafür sorgen, dass man aus irgendeinem Grund wieder getrennt wird. Der hat die ja absorbiert. Ach so. Ja, eigentlich ganz gut für die, ne? Aber ehrlich ist. Super Angriff von... Na, der macht immer so eine Salve. Ich glaube, der wird wieder echt schwach sein.
Ich hab mich schon fast down wieder. Ich nicht. Noch nicht mal bei der Hälfte. Echt? Ja, aber da fügt ihr auch keinen Schaden zu, oder? Doch. Echt? Ja. Oh. Das ist halt den besseren Char. Kann man nicht anders sagen. Ich komme auch nie. Komm auch nie durch. Nee, der ist. Der fügt mir nicht mal Schaden zu. Der Super Buu hier gerade. Okay, Video. Was wird da wohl passieren? Oh Gott, ich könnte sogar sterben. Oh, wie wieder fast volle Leben. Oh Junge. Oh, mach keinen Scheiß. Wie, mach keinen Scheiß? Er macht keinen Scheiß, ey. Ich weiß nicht mal, ob ich den hier... Aber wobei, also eigentlich... Eigentlich willst du dich nur gerade ein bisschen aufspielen und es dramatischer dastehen lassen, als es eigentlich ist. Eigentlich die Tatsache ist, er hat ja vielleicht ein bisschen Schaden zugefügt, aber ich kann seine Kapsel nehmen und dann einfach mal ein bisschen schon ausweichen und dann passiert eigentlich auch wieder nichts mehr. Oder? Naja! Nächstes wenn Video. Wenn du das so sagen willst, dann Video. Du wirst sich rächen. Was wird er denn machen? Kann ich weiß machen. Schon, dass er Son Gohan nicht absorbieren wird, weil dafür müssten sie für ihn eine neue Form ins Spiel reinmachen. Nee, ist nicht passiert. Ach, ist doch lächerlich. Okay. Oh, lächerlich jetzt. Jetzt habe ich ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Wieso? Passiert was Schlimmes noch am Ende oder was? Der stärkste Gegner aus Dragon Ball Z kommt in dieser Mission jetzt schon vor. Stärkste. Haben wir uns jetzt wirklich 3 Wochen vor den letzten 2 Parts des Spiels gedrückt? spielen wir gerade gegen den stärksten Gegner? Ich kämpfe jetzt gegen Kid Buu. Das ist der letzte Gegner aus Dragon Ball Z. Ach nee, danach kommen ja noch die Filme und sowas. Oh, das wird cool. Kommt Broly. Man munkelt zumindest. Wurde so gesagt. Ja. Ne? Spoiler. Außerdem haben wir doch auch gar nicht die Zeitmenschen da getötet. Ja, aber nach Kid Buu wird storymäßig nicht mehr allzu viel kommen. Das haben die, ich glaube langsam auch, dass die es irgendwie leichter gepatcht haben. Ich meine, es ist jetzt... Okay, ich habe nichts gesagt. Bullshit! Weißt du? Sehr schwer. Halte dich von deinem Superangriff fern, wenn du direkt neben ihm stehst und er auf einmal denkt, hey, mein Superangriff wäre jetzt eine super lustige Sache, dann... Für ihn ist es eine lustige Sache, weil er dich damit one-hitten wird. Oh shit. Ja. Das klingt jetzt ein bisschen scheiße, Mock. Ja, ich konnte wenig dagegen machen. Ah, ich habe 2 Level-Ups, das heißt, ich hau meinen Grundangriff jetzt auf 39. Da bin ich auch schon wieder am Start. Was geht ab, Trunks? Los geht's. Ich muss wieder gegen Super Buu. Alter, weißt du, ich hatte ihn schon fast kaputt geprügt, er konnte keinen Widerstand leisten. Dann noch setz dich mal eine Energiekapsel besser ein, würde ich sagen. Ja. Vor der Mitte. Ich war noch nicht mal bei der Hälfte meiner Leben und dann hat er auf einmal seinen Superangriff aus dem Nichts rausgehauen. Und das war nicht cool. Das macht man nicht. Boah, jetzt kriegt er richtig. Jetzt kriegt er richtig, verdammt. Ja, ey. Bei welchem bist du? Ja, bei Kid Buu, ne? Ah, okay. Haben wir ihn auch schon bald bei der Hälfte. Wie gesagt, pass auf. Und der ist schnell mit seinem Superangriff. Eigentlich solltest du gar nicht in seiner Nähe stehen, sollst nur einen Superangriff machen. Ja, aber. Also bei mir hat er seinen Superangriff, glaube ich, noch gar nicht gemacht. Ja, bei mir hat er dann auch nur einmal gemacht. Und einmal hat gereicht. Ja, aber ich habe ihn bald down. Ich hatte ihn auch fast down. Ich habe ihn down! Oh. Finisher. Oh, der Gott. war aber noch nicht ganz tot, Mock. Von daher, boah. Okay, dann warte ich mal. Bei mir wählt jetzt der erste Super Buu wie blöd ab. Boah, geht der mir auf den Sack jetzt gerade. Fucking Super Buu, reiß dich zusammen, Alter. Gibt schon wieder genügend Punkte, um Level abzukriegen. Ich hatte auch eins durchs Verlieren. Ich habe eins durchs Verlieren bekommen. Da soll mir mal jemand nachmachen. Level ab durch Verlieren. Kann passieren. Der Final Fantasy Traum. Da wird's nicht passieren. Niemals. Alter, dieser Alter. Da wär's dringend. Ja. Hier nicht so. Es geht ja noch. Also, heute muss ich echt sagen, also, so ein bisschen hatte ich mich ja immer hier vorgedrückt, weil. Hast du schwer, ne? Hast du schwer, das Spiel? Ja, es geht. Jetzt. Es geht voll klar. Fühlt voll sich schaffbar an. Ja. Wir sind total OP.
Ja, ist ja gut, Entschuldigung. Wir müssen die Erde retten, in den Mund. Ja, da muss man OP für sein. Ja. Oh, und jetzt, bei mir wehrt der Superbu gerade viel ab. Das geht mir gerade auf den Sack. Ich bin noch bei der ersten Form. Wobei, die zweite geht dann eh schneller, weil so ein Gohan da ist. Ich muss auch mal ein bisschen anfangen, meinen Schildbrecher zu machen. Den mache ich nie. Ja, ich auch einfach nicht. Einfach nie, weil... Das passt auch nicht zum Flow des Knöpfe-Drückens. Das ist die Sache. In Budokai Tenkaichi, Tenkaichi oder Tenkaichi, wie auch immer, das ist besser eingeführt. Man klopft ja die ganze Zeit auf die Knöpfe, man hält keinen gedrückt. Das geht gar nicht. Vor allem, wenn ich den gedrückt halten würde, würde der mich zu Brei kloppen in der Zeit. Habe ich so das Gefühl. Ja. Ich traue dem Braten nicht. Das hat in den Tenkaichi-Spielen auf jeden Fall besser funktioniert mit Schläge aufladen. Muss ich immer noch spielen, ich überleg's ja tatsächlich sogar. Mal einen alten Teil. Welchen? Kralle. Irgendeinen. Werde ich dich vorher fragen, welches der beste ist, und dann spiel den besten. Ja, also. Wahrscheinlich Teil 2, wa? Ist Budokai 1 am besten. Okay. Also, ich rede jetzt von dem Budokai. Budokai Tenkaichi, da ist auf jeden Fall Teil 3 am besten. Für die Wii? Wenn ich auch mal Wii? Du kannst auch. Das sind aber nicht diese 3D-Teile, oder? Tenkaichi sind diese 2D? Die 3D-Teile. Dann war der Teil 3 auch, den gab's auf jeden Fall. Ja, den gab's auf der Wii, aber ich würde ja eher eine Version empfehlen, bei der die Steuerung kein, einem Zirkusausflug ähnelt. Ich hatte das nämlich auf der Wii. Das weiß ich noch, wie ich das auf der Wii gespielt habe. Und da musste man immer das Kamehameha so. Ja, es ist so dumm. Weißt du, was du auf der Playstation machen musst? War der Shit. Drückst du L2 und Dreieck. Ja, aber das war mich dann so, weißt du, bam! Da hast du voll das Gefühl, als würdest du wirklich einen Kamehameha machen. Du kannst ja auch Dragon Ball Kinect holen. Da hast du wirklich. Da hast du wirklich. Das solltest du machen, Bollo! Boah, Dragon Ball Kinect, das ist gar nicht dumm. Aber ich glaube, das funktioniert nicht so gut. Boah, das ist nicht länger als 2 Parts, Alter. Schön mit Facecam, der dicke Junge prügelt vor der Facecam rum. Nein. Das ist wie Star Wars Kid. Dragon Ball Kid. Dragon Ball Kid ist jetzt 30. Oh, das wäre schon scheiße. Ja. Vielleicht sollst du die Facecam weglassen. Ja, aber das macht ja den Witz aus, ne? Das ist das Ding. Na, ja. Schwierig, ja. Na gut, du musst ja nicht den ganzen Körper filmen. Würde eh schwer. Nee. Die Kamera so zu positionieren, dass bei dir dann der ganze Körper gefilmt wird. Ja, ich bin ja nur 1,69 groß, aber die Breite, ne? Ja. Die Kamera ist zwar schon 16:9, aber... Das ist jetzt kein Kinoformat. Alter, Kid Buu! Oh, super Angriff. Halt dich fern. Hat er ihn bei dir kein einziges Mal gemacht? Nö. Das ist halt wieder der exakte 1:1 Freezer-Superangriff. Wo man wegfliegen muss? Ja. Der so hinter dir herfliegt? Ja. Ja gut, das geht aber. Natürlich, wenn du nah dran stehst, hast du nur verkackt, wenn du ihn gerade hauen willst. Und wenn einer deiner Freunde in der Nähe ist, weil der wird dann sterben dadurch. Der wird das nicht überleben. Nein, er macht ihn wieder! Lauf! Geh weg, Son Gohan. Alter Mok, geh zu. Jetzt schafft er. Ja, ich bin beim letzten Achtel sowas. Alter, Kid Buu! Dann ist er auch sofort down. Nein. Oh Gott, gerade noch die Kapsel L reingezogen. Okay. Son Gohan hat ihn in den Tod geworfen. Mit der geschmeidigen Drehung. Okay, gut. Rang S. Was? Ich hab Rang B. Dann würde ich sagen, beenden wir an dieser Stelle diesen Part und machen im nächsten weiter, wa? Dann gehen wir zum Zeitnest, okay. Ich gehe auch mal in den Shop und schaue, ob ich vielleicht irgendwas Cooles Neues kaufen kann. Du mit deinem Shop! Na ja, gut, ist eigentlich unnötig. Ich weiß ja nicht, wie viel Heilung ich habe. Das macht mir Angst. Ich müsste noch genügend. Das könnte ich aber auch mal kurz nachgucken. Ja. Habe ich. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.